Gut, jetzt sind wir in der 10. und wir wollen uns um Gleichungssysteme nochmal kümmern, eine übende Wiederholung. Ich empfehle Folgendes, schreibt immer ein bisschen mehr, damit es übersichtlicher für euch wird. Ich lasse mir mal eine Gleichung einfallen, eine ganz einfache, die heißt meinetwegen y plus x ist gleich 8 und eine zweite Gleichung, x ist gleich 3 mal y. So, die beiden Gleichungen, die haben zwei Variablen, x und y. Und wir haben aber einen Vorteil, da die beiden Variablen zwar jetzt noch nicht bekannt sind, aber wir schon mal was wissen. Das heißt, wissen, wir haben zwei Gleichungen, die irgendwie zusammenpassen. Deswegen sind wir jetzt auf einem ganz guten Weg. Ich mache es mal ganz schnell vorher grafisch. Wenn ich diese Gleichung einfach mal so umstelle und sage, eigentlich heißt eine Funktion ja immer y ist gleich, dann müsste ich hier durch 3 dividieren. Ne? Durch 3 dividieren, dann bedeutet das, x durch 3 ist gleich y oder y ist gleich ein Drittel x. Und auch die gefällt mir nicht, die müsste ich erst umstellen, sodass y ist gleich dasteht, also ich muss das x abziehen. Dann ergibt sich diese Gleichung, y ist gleich, und jetzt hier abgezogen verschwindet es, und hier drüben taucht es wieder auf, minus x plus 8. So. Der Graph, der dazu gehört, ich mache es mal ganz schnell und schnell geschmiert, skizziert. Das sei 1 wert, das sei auch 1 wert, und dann werden wir mal sehen. Hier kriegen wir die 8 schon frei Haus geliefert. Ich mache diesen Graphen mal blau. Plus 8, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier an diesem Punkt kreuzt dieses Ding die Y-Achse. Ne? Das ist das absolute Glied, sagt man auch dazu. Und jetzt heißt es minus 1 Eintel x. Also, ich gehe 1 nach rechts und, weil es minus heißt, 1 nach unten. Das wäre der zweite Punkt. Ich kann also hier einen Graphen malen und der sähe dann ungefähr so aus. Also y ist gleich minus x plus 8. Schreibt man dann ran. Ich hätte auch f von x hinschreiben können, ist jetzt aber egal. Ich mache mal einen grünen hier draus, aus diesem Ding. Hier steht gar nichts dahinter, also plus 0. Das kann ich mir auch in Gedanken so sagen und sage, okay, deswegen habe ich hier den ersten Punkt. Ne, am 0, bei y ist gleich 0, zufälligerweise gleich im Koordinatenursprung, kreuzt das Ding dann zukünftig meine Y-Achse, und jetzt sage ich, unterm Nenner, unten im Nenner steht, wie weit ich nach rechts gehen muss. 1, 2, 3. Und jetzt hier, weil kein Minus davor steht, gehe ich 1 nach oben. Also läuft der Graph relativ flach. Und hier an dieser Stelle, hier haben beide die gleichen x- und y-Koordinaten. Wir schätzen mal, das müsste rund, der Punkt P müsste rund werden. Ach, machen wir das P mal auf die andere Seite. Aber eigentlich darf man es gar nicht so schreiben. Ich mache es mal so. P müsste also x-mäßig 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht 5,5, 5,5 und 1, 2, naja, rund 2 oben sein. Das wird unsere zukünftige Lösung werden. Also x müsste um die 5,5 oder vielleicht auch nur 5 oder 6 sein und y ungefähr 2. Wenn man das grafisch natürlich, machen wir das nicht, sondern wir wollen es ja an die rechnerische Seite ran bewegen, dann sagen wir, okay, das heißt also, ich muss etwas machen, damit ich dieses Gleichungssystem so leicht wie möglich lösen kann. Und das geht am leichtesten so, indem ich sage, wenn x, ich werde das mal highlighten, wenn x das Wert ist hier, dann kann ich doch statt des x hier an der Stelle auch 3y einsetzen. Und das schreibt man dann so, das geht nämlich am allerübersichtlichsten. Man macht sich meistens einen Strich drunter, einen geraden, nicht ganz so schlimm wie meiner, und sagt, ich setze 2 in 1 ein. 2 in 1. Das ist das Einsetzungsverfahren. Das geht hier natürlich sehr leicht, weil x ist gleich schon dasteht. Die zweite setze ich in die erste ein. Ich schreibe also die erste ab, y plus, und jetzt sage ich, aha, 3 mal y ist gleich 8, so wie sie hier oben steht. Und jetzt ist es leicht, ich kann zusammenfassen, ich schreibe mal dahinter, zusammenfassen. Y und 3y dazu sind 4y. 4y wird 8 sein. Aha, wenn ich also y rauskriegen will, muss ich noch durch 4 teilen, und siehe da, y muss demzufolge 2 sein. Passt. Schön. Also, hätten wir das erste Ergebnis. Wie komme ich jetzt auf x? Ich stelle erstmal die Frage. Genau. Ich habe das y und sage, y muss 2 sein, und jetzt setze ich das einfach ein. Hier oben wäre es ein bisschen umständlich.
Und hier unten wird mir in der zweiten Gleichung schon das x frei Haus geliefert. Also das heißt, jetzt kommt der zweite Schritt. Ich mache mal einen Strich dazwischen, damit wir auf einer Seite bleiben können. Und sage so, y ist 2, also ich setze y in die zweite Gleichung ein, römisch 2. Und das sieht dann so aus, x ist gleich 3 mal, und jetzt schreibe ich nicht y, sondern die 2 hin. Und siehe da, das ist 6. Na prima. Dann haben wir ja hier, selbst mit unserer ganz widerlichen Skizze, ne, 5,5, wir hätten gesagt, könnte auch ein bisschen mehr sein, aber wir sind wirklich in der Nähe und haben es dadurch rausgekriegt. Dieses Einsetzungsverfahren funktioniert immer. Ich mache mal an der Stelle Pause und wir überlegen mal, ob wir uns auch ein widerlicheres Gleichungssystem mal aufbauen. Und zwar können wir uns freie Zahlen überlegen. Werden wir mal sehen. Ich melde mich gleich wieder. Gute Frage, natürlich hätte ich auch dieses y hier oben einsetzen können. Dann hätte ich 2 plus x ist gleich 8, hätte dann umstellen müssen und das wäre auch gegangen. Aber in der zweiten wird mir das x praktisch schon frei Haus auf dem Teller serviert. Deswegen haben wir es in die zweite eingesetzt. Würde auch mit der ersten gehen, ist aber in diesem Fall leichter. Wie kann ich jetzt eine Probe machen? Und zwar rein rechnerisch. Jetzt gucken wir mal an. X ist 6, nein, ich bleib mal so. X ist 6 und y ist 2. Die Probe sieht so aus, und das ist eine schöne Möglichkeit, sich selber Aufgaben zu stricken. Da ich sage, okay, Probe, die erste. Jetzt sage ich, ich setze die Werte ein, y ist 2, und schreibe die Gleichung nicht y plus x hin, sondern 2 plus, jetzt gucke ich, wo ist mein x, aha, hier, 6 ist gleich 8. Achtung, vorsichtig, das ist zwar richtig, aber ich habe schon Fälle erlebt, dass es auch mal ganz schlecht läuft und dass Leute zwar die erste Probe bestanden haben, aber in der zweiten dann plötzlich nicht mehr bestehen. Also ich würde an eurer Stelle immer beide einsetzen. Und jetzt muss es heißen, x ist 6, ne? 6 ist gleich, und jetzt 3 mal y, 3 mal 2, jawohl, stimmt auch. Das war jetzt eine ganz einfache Geschichte. Jetzt basteln wir uns mal eine hässliche Gleichung zusammen. Also die obere, die haben wir gelöst, das funktionierte. Moment, ich halte nochmal kurz an und wir basteln uns mal eine richtig widerliche zusammen. Gut, jetzt haben wir uns eine richtig widerliche ausgedacht, also ein widerliches System von Gleichungen. Die obere sieht nett aus und die untere minus x plus y siebtel ist gleich 4 neuntel. Jetzt machen wir das und üben das und wir melden uns dann wieder mit Erklärung, was rausgekommen sein muss. Also nochmal dran denken. Wobei wir jetzt eine Schwierigkeit haben. Gucken wir uns die mal an. Hier hieß die zweite gleich x ist gleich. Um einsetzen zu können, muss ich etwas mit der ersten oder mit der zweiten tun, sodass x ist gleich dasteht, sodass ich einsetzen kann. Vorschlag, stellt die um. Stellt diese hier um und dann wird jetzt geübt und wir melden uns dann beim Ergebnis. Wir haben uns entschlossen, also die zweite umzustellen, haben gesagt, okay, erstmal das y siebtel rüber auf die andere Seite, jetzt steht das hier so. Und jetzt nehmen wir noch die ganze Sache mal minus 1 und jetzt empfehle ich nicht zuerst zu schreiben minus 4 neuntel plus y siebtel, sondern meistens geht das Minus verloren, das so zu machen, dass ich sage, das, was positiv wird, schreibe ich vorne ran. Da muss ich mich hier um keine Vorzeichen kümmern, kann mir keine Fehler einbauen. Und das, was Minus wird, schreibe ich dahinter. Jetzt ist das eindeutiger. Jetzt habe ich ein reines x ist gleich dastehen und jetzt kann ich, analog wie bei der ersten, jetzt habe ich ein reines x dastehen und jetzt kann ich einsetzen. Und zwar die zweite in die erste. Ich sage aber nicht, dass das die zweite ist, sondern das ist eine abgewandelte Version. Und zwar Gleichung 2, 1. Schreibt man besser so, geht leichter. Und jetzt sage ich, okay, jetzt wird eingesetzt. Ich sage also 2, 1 in 1. Macht das mal und ich melde mich gleich wieder. Zu Hause am besten Pause-Taste jetzt drücken, selber umstellen, gucken und dann melden wir uns wieder. So, da ist es. 3 mal und jetzt am besten in Klammern schreiben. Ich mache das mal wieder ein bisschen gehighlightet. X ist das Wert hier. Das hier, das ganze Ding ist x. Also, ich setze das ein in meine erste Gleichung. Statt des x's hier schreibe ich das und zwar in Klammern. Denn ich muss alles, was ich hier hinten habe, mit 3 multiplizieren. Achtung, das muss man ausmultiplizieren. Ich halte jetzt das Video wieder an, Pause-Taste drücken, rein sauber ausmultiplizieren. 3 mal das, 3 mal das und dann kürzen, damit es leichter wird. Achtung, ich halte an. So, ausmultiplizieren heißt 3 mal y siebtel ist 3, na, y siebtel. 3 mal minus, aha, minus
3 mal 4 ist 12 Neuntel. Oh, kann man kürzen, machen wir auch gleich mal. Durch 3 ist 3, durch 3 ist 4. Minus 4y ist gleich 0. Jetzt lassen sich die 3y Siebtel und die minus 4y gar nicht so richtig zusammenfassen. Warum? Weil die noch nicht gleichnamig sind. Ja, machen wir es mal. Ich mache es mal in dunkelblau, dann fällt es besser auf. Ich sage einfach, ich mache mal Siebtel draus. Achtung, ich muss das hier natürlich dann mit 7 multiplizieren. Wenn ich kürze, 28 durch 7, habe ich wieder 4. Ne, passt das. Jetzt minus 28y Siebtel. 3y Siebtel, das passt. Jetzt kann ich das zusammenfassen. Also jetzt geht es weiter. Zusammenfassen. Moment, ich glaube, es gibt eine Frage. Bei diesem Schritt gab es nochmal ein kleines Problem. Da stand ja, ich mache es mal groß, minus 4y. Ich möchte aber das mit diesem Term zusammenfassen und sage, da muss Siebtel draus werden. Okay, eigentlich stand ja hier 4 Eintel, ne? 4 Ganze. Wenn nur eine 4 da steht, ist es eine natürliche Zahl, in diesem Fall ist es eine ganze Zahl. So, aber eine ganze Zahl 4 kann ich auch durchaus als Bruch künstlich verkomplizieren, indem ich sage, 4 Ganze sind 4 Eintel. Und wenn ich das jetzt erweitern will, mache ich mal einen Bund, indem ich 7 Siebtel haben möchte, so wie hier, dann sage ich, okay, dann nehme ich hier mal 7 und hier mal 7. Das hier ergibt Siebtel und 4 mal 7 ist 28. So habe ich das gemacht. Und jetzt kann ich dieses Ding und dieses Ding zusammenfassen. Ich radiere das nochmal weg. Aber nochmal, habe ich das ausreichend erklärt? So, und jetzt können wir zusammenfassen. Jetzt haben wir gesagt, hier um die minus 4 Drittel werden wir uns später kümmern. Die schreiben wir schon mal hier hinten hin. Also, minus 4 Drittel ist gleich 0. Können wir schon mal hinschreiben. Und jetzt müssen wir aus minus 28 und 3 etwas machen und das sind minus 25, aber Achtung, die Dinger heißen Siebtel, ne? Der Name ist Siebtel und das alles mal Y. Und jetzt wird es nicht mehr so schwer. Jetzt kann ich letzten Endes mit alter mathematischer Kunst umstellen und mache das mal und dann werden wir rauskriegen, was Y wirklich ist. Achtung, wenn ich diese minus 25 Siebtel wegkriegen will, hier steht ja ein stilles Mal dazwischen. Müsste ich eigentlich durch minus 25 Siebtel teilen. Durch einen Bruch teilen heißt aber mit dem Kehrwert Mal nehmen. Ich kann auch Folgendes sagen. Ich mache es mal Tippeltappeltur. Mich stört durch 7, also nehme ich mal 7. Mich stört mal minus 25, also teile ich durch minus 25. Ist das Gleiche. Ob ich das Minus hier unten, da oben oder davor schreibe, ist egal. So fällt es besser auf. Und noch besser fällt es auf, wenn ich eine Klammer setze. Aber ich kann es, wie gesagt, auch. Na, ich kann es auch hier hinschreiben. Mal sehen, ob ich das hier wegkriege. Weißt du? So. Und ich schreibe es hier oben hin. Leute, macht eine Klammer rum. Meisten Leute vergessen dann ganz schnell, das Minus mitzuschreiben. So. Und jetzt ist der Rest leicht. Hier hat sich's erledigt. Y steht alleine da. Und jetzt nehme ich, aha, Minus. Achtung, Minus. Schon mal hinschreiben. Und jetzt 4 mal 7. Okay, ist 28 und 3 mal 25 ist 75. Jetzt habe ich so einen Bruch raus, ne? Und ist ja nicht schlimm. Wie kriege ich x raus? Erinnern wir uns. Die Gleichung 2, 1 habe ich schon so umgestellt und jetzt muss ich das entsprechend einsetzen. Setzt mal in diese Gleichung das Ergebnis von minus 28, 75 ein. Ich mache Pause und wir melden uns dann wieder, wenn wir x rausbekommen haben. Zu Hause Pause drücken, selber rechnen, macht schlau. Ja, es gibt hier ein bisschen Probleme mit dem Doppelbruch. Achtung, minus 28, 75 muss rauskommen. Traut euch, einen Doppelbruch hinzuschreiben. Dann machen wir diesen Bruchstrich ein bisschen dicker und größer und schreiben hier minus 28, 75 drauf. Wie wir jetzt damit umgehen? Das kann man ja kaum kombinieren im Moment. Ganz einfach, ein Doppelbruch heißt ja das durch 7. Nochmal zur Erinnerung, 3 Viertel geteilt durch 5. Heißt letzten Endes 3 durch 4, steht nämlich hier, 3 Viertel heißt 3 durch 4 übersetzt und nochmal durch 5, 3 durch 4 und 5, also 3 Zwanzigstel. Und das gleiche wenden wir jetzt mal hier an, heißt also wir sagen x ist gleich minus 28 durch 75 und 7, minus 4 Neuntel, das bleibt so. Das kriegen wir aber auch gleich zusammengefasst. Das wird gleich gehen. Minus 28 und die 7 kann man schon mal kürzen. Ich mache es mal in blau. Durch 7 ist 1. Durch
7, alles durchstreichen, ist minus 4. Minus 4 75stel, minus 4 Neuntel. Jetzt müssen wir was Schlaues draus machen. Die Dinge, die heißen schon wieder unterschiedlich. Achtung, die 75 ist durch 3 teilbar, die 9 ist auch durch 3 teilbar. Nicht zu groß, nicht mit Kanonen nach Spatzen schießen. Annähern, kriegen wir raus. Ich mache mal Pause wieder, zu Hause Pause drücken und selber schreiben. Gut, da jetzt hier in der Schule viel mit dem Taschenrechner gerechnet wird, habe ich folgenden Vorschlag, wir machen es so. Wir nehmen den gleichen Nenner, der heißt, Achtung, nochmal das Minus dick hinschreiben, 4 und jetzt 75stel minus, richtig mit Platz schreiben, 4 Neuntel. Der beste gleichnamige Nenner ist, ich schreibe mal in blau, indem ich sage, ich erweitere hier mit 9 und hier mit 75. Und da wir mit dem Taschenrechner schnell rechnen können, jetzt tippt mal das ein. Aber ich glaube, das kann man auch so. X ist gleich minus 4 mal 9 ist 36 minus 4 mal 75. 4 mal, das sind 300. Minus 300 und das Ganze durch 75 mal 9. Jetzt konnte man es mit dem Taschenrechner ersparen. Das sind minus 336 75 Neuntel. 75 Untel Neuntel. So, was kann man hier machen? Das Ding ist durch 3 und das Ding ist durch 3 kürzbar. Und nochmal durch 3. Kürzen wir uns mal ran. Das alles durch 3 hier oben. Das durch 3 ist 1. Durch 3 ist 1 und hier ist es eine 2. 112 und hier durch 3 ist Drittel. Kann man hier nochmal kürzen. 112 ist nicht durch 3 teilbar. Wird auch nicht durch was anderes teilbar sein, also müssen wir an der Stelle jetzt erstmal aufgeben. Oder wir könnten einen gemischten Bruch draus machen. Wir wären aber dumm, wenn wir einen gemischten Bruch draus machten, weil wir müssen ja bei der Probe diesen Wert dann einsetzen. Und warum den wieder zurückverwandeln, wenn man also jetzt Ergebnis, x wird minus 112 und jetzt 3 mal 75, das müssen wir noch ausrechnen, 3 mal 5 ist 5. 10, 3 mal 7 ist 21 und die 1 gemerkt dazu 22. Nochmal gucken, kann man vielleicht, durch 5 kann man nicht kürzen, durch nichts kann man vernünftig kürzen. Wir lassen das als Ergebnis so stehen. Und jetzt machen wir die Probe. Und ihr macht mal die Probe, aber Achtung, in die originale Gleichung einsetzen. Denn es könnte sein, dass ich mich beim Umstellen hier schon verhauen habe. Wenn ich also in die 2, 1 einsetzen würde, die ja keine originale Gleichung ist, und ich kriege alles richtig raus, glaube ich, dass alles richtig ist. Nein, es muss mit der echten, hier mit der und mit der funktionieren. Also, schnappt euch die Gleichung, hier die ganz normal, diese Gleichungen, und setzt da diesen Kram ein, den wir eben rausgekriegt haben. Das ist nochmal ein kleines bisschen Schreiberei, aber das kriegen wir auch hin. Wir melden uns dann mit dem Ergebnis der Probe wieder. Jetzt Pause drücken zu Hause und rechnen. Einsetzen und rechnen. So, jetzt haben wir das eingesetzt hier und stellen die Frage, ist das wirklich 0? Das hier, ist das wirklich 0? Dreimal das x und das y eingesetzt und jetzt gucken wir. Hier geht es leicht, das ist 3 mal das, ist minus 336, 225stel. Ich könnte ja auch 3 Eintel sagen. Ne? Und minus mal minus ist plus, deswegen aufpassen. Und jetzt stand hier, 4 mal 28 ist nur noch 112 und 75stel. Wenn ich das aber mit 3 erweitere, komme ich hier auf den entsprechenden 225stel Wert und dann kann ich sagen, minus 336, 225stel plus 336, ne, 112 mal 3, das ist auch 225stel, jawohl, und das ist 0. Hurra, große Freude. Probe 2. Macht mal die Probe 2. Das heißt also, jetzt hier ist die zweite Gleichung. Minus x plus y siebtel ist 4 Neuntel. Jetzt die x und y Werte einsetzen und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt hatten wir gesagt, okay, alles eingesetzt. Jetzt steht das da als Probe in schwarz. Jetzt habe ich gesagt, Moment, die 28 und die 7 in blau gekürzt. Durch 7 ist 1, durch 7 ist 4. Ich möchte aber auf 225stel kommen. Jetzt habe ich in Aubergine. Schönes Wort. Habe ich mit 3 erweitert, ob ich sage 4 mal 3 oder 3 mal 4 ist egal. Ich kann also auch 3 mal vor die 75 schreiben. Jetzt komme ich hier auf 225stel. Ich schreibe es mal so hin. 2, 2, 5 und hier oben komme ich auf 12. Jetzt ist aber genug mit der Schmiererei. Denn jetzt gucken wir uns mal an, wie das in der nächsten Zeile aussehen muss. Und dann heißt das 112 225stel plus. Und jetzt, was ist übrig? Das hier. 12 220
225. Soll 4 Neuntel ergeben. Immer noch große Frage. Stimmt das? Und jetzt schreiben wir noch eine Zeile und sagen, warte mal, 112 und das sind 124. 124, 225. Soll 4 Neuntel sein? Große Frage wieder. Und was könnte man jetzt am besten machen? Entweder ich versuche zu kürzen. Kürzen wir mal. 4 plus 2 ist 6 plus 1, 7. Uiuiui. Und das soll dann irgendwie alles auf Neuntel kommen? Was könnte man machen? Vorschlag, warum nicht das zu 225. erweitern? Wäre auch möglich. Macht mal, wir sehen uns gleich wieder. Jetzt ist der wunderbare Fall eingetreten, dass wir gesagt haben, na los, wir erweitern mal mit 31, damit ich überprüfen kann. Erweitern geht meistens schneller. Ich muss mit 31 erweitern, damit ich auf 124 komme und gucke dann mal, was ergibt der Nenner. Und dann merke ich, dass die 124, 225. Jetzt schreibe ich noch, das ist gleich hin. Hier schreibe ich 124. Und was hatten wir gesagt? 279. Oh, jetzt stimmen die Nenner nicht mehr. Also es ist ungleich. Das ist der typische Fall. Probe 1 hat funktioniert, Probe 2 nicht. Jetzt kann Folgendes passieren. Entweder ich habe x und y falsch errechnet. Das wäre Mist. Dann gibt es nur eins, alles neu rechnen. Alles durchstreichen, gar nicht mehr angucken und alles neu rechnen. Oder ich habe hier Mist gemacht. Und jetzt untersuchen wir das noch und dann melden wir uns wieder. Na wunderbar. Und jetzt kommt mein typischer Fehler, der auch mir unterläuft. Leute, hier, warte mal, dieses Minus, das habe ich hier nicht fortgeschrieben. Also hätte es heißen müssen, hier an dieser Stelle, Minus. Und das war der Haken. Hier. Und 112 minus 12 ist bloß noch 100, 225. Und schon wissen wir, wir haben in der Probe Mist gemacht. Denn jetzt ist das hier Quatsch zu erweitern. Das ist bloß noch die Frage, ob das 4 Neuntel ergibt. Wenn ich das durch 25 und das durch 25 teile, jawohl, dann haben wir es. Ne? Also das war der Haken. Typisch, dass man ein Minus mal unter den Tisch fallen lässt. Also haben wir richtig gerechnet. Ich schließe das Video jetzt hier. Wir beantworten noch gegebenenfalls Restfragen.